tell me I'm awesome, yeah. Hey Leute, was geht? Pronto, dann herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Steel or No Steel. Unser Team sieht sehr, sehr fresh aus. Wir haben inzwischen schon einige Special Cards. Wir haben sehr gute Spieler. Die Außenpositionen, die müssen noch ausgetauscht werden. Im linken Mittelfeld und im rechten Mittelfeld haben wir noch Bronzekarten. Ich bin mir sicher, mindestens einen, wenn nicht sogar beide, können wir heute upgraden. 10.000 Likes für Steel or No Steel wäre sehr, sehr nice. Danke an jeden, der einen Daumen nach oben da lässt. Und wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, kann das jetzt gerne unter diesem Video machen. Wir erreichen die nächsten Wochen die 1,2 Millionen Abonnenten, was auch eine sehr, sehr geile Marke ist. Auch dafür vielen, vielen Dank. Hier ist auch schon unser erster Gegner für die heutige Episode. Er hat sehr, sehr viele französische Spieler. Er hat auf jeden Fall echt ein paar Spieler, die was drauf haben, aber jetzt auch ein paar, die nicht so krass sind. Wenn wir gewinnen, dann kriegen wir eine absolute Maschine, einen absoluten Metaspieler für unsere Innenverteidigung, nämlich Kimpembe. Und wenn wir verlieren, dann gibt es ein Downgrade auf der Linksverteidigerposition. Dort kriegen wir nämlich den Spieler Mawasa. Ich sage euch ehrlich, die ersten Minuten, die ich Steel or No Steel aufnehme, muss ich mich immer richtig umstellen. Weil ich wollte gerade wieder einen langen Ball über außen spielen oder hier jetzt auch. Was geht halt nicht, brauche ich gar nicht anspielen, die Bronzekarten, wenn man gegen so gute Teams spielt. Die würden direkt den Ball verlieren. So, Fake hier. Tut so, als würde er nach unten gehen. Einmal raus. Dann bringen wir auf Kane. Harry Kane! Oh, er hat uns zu Platz gelassen, weil er wusste, dass der Spieler den eh blockt. Ah. Oh, Lorente, Lorente, Lorente. Komm mal ran hier. OT. Boah, wilder Move von OT. Der Pass war ehrlich top. Oh. Ein Schuss nach dem anderen wird aufs gegnerische Tor gehauen geradeaus. Solange wir nicht treffen, bringt das nichts. Und am Ende ist es wahrscheinlich eh so, dass er dann einen Schuss hat und der direkt drin ist. Warte mal, Tejes. Angetäuscht. Lorente! Und da ist doch das Tor. Nein, 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 nein. Zumachen. Oh, Griezmann. Haben wir. Ja, das läuft doch in der Defensive. Und ja, komm, wir spielen den mal raus. Uti. Wieder mit demselben Move wie eben. Schönes Ding. Benzema bringt den rein. Kane. Es laggt, es laggt, es laggt! Digga, so ein Tor haben wir doch schon mal mit ihm gemacht. Was ist ein Bronzespieler, dieser Mané? Der hat schon mal so ein Ding gemacht. Schon mal so ein Siegtor, wo er den Volley genommen hat und der dann Pfosten reingeflogen ist. Besser kannst du den nicht schießen. Oh, das kann jetzt mal gefährlich werden, aber nicht mit uns. Wan-Bissaka mit Kraft auf Mané hier. Mané. Was ein Typ, ey. So, Lorente. Schön gemacht. Benzema gibt dir noch einen weiter. Nochmal zurück. Nochmal raus. Ficky. Ja. Die gehen halt nicht mehr so häufig leider rein, die Weitschüsse mit Grüntime-Finish. Aber ab und zu schon. Deswegen kann man die auf jeden Fall probieren. Richtig guter Ball. Mané. Wenn den einer macht, dann... Nee. 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 Ich wollte gerade sagen, wenn den einer macht, dann er. Aber das war einfach eigentlich ironisch gemeint, ne? Das war eigentlich ironisch gemeint. Was ein Typ. Doppelpack, zwei Traumtore von dem Bruder, den ihr hier gerade unten seht mit 60 Schuss. Hä? Hä? Nein, 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 Benzema steht. Na, aber wir stehen halt auch. Ja, guck mal. Spiel nochmal nach außen. Na, schade. Mitte, Mitte, Mitte. Ah, okay, jetzt sind wir gerade nicht dran. Jetzt sind wir gerade nicht dran. Ui. Lorente. Mit der letzten Aktion. Fekir, der muss schnell nach vorne, ansonsten wird hier abgepfiffen. Ey, der wäre lang gegangen. Wir wären durch gewesen mit Lorente. Aber ist egal, wir haben das Game gewonnen. Sehr schöne Partie, schöne Treffer. Man of the Match, rein von unserer Bronze. Schlimm mit dem Doppelpack. Okay, der neue Mann Kimpembe ist auch endlich mal einer, der uns chemietechnisch einen richtigen Boost gibt. Also, der sorgt dafür, dass andere Spieler auf 9 oder auf 10 Chemie plötzlich spielen, weil er einfach verschiedene Ligen miteinander verbindet, Stronglings bringt und, und. Der passt super rein. Der ist eine Weltklasse-Verbesserung für uns. Genauso kann es gerne weitergehen. Hier haben wir den nächsten Gegner und ich sage ehrlich, seine Mannschaft verwirrt mich komplett. Was ist das denn für ein Team? Kein einziger Spieler passt zu irgendwem. Also, macht er eine Challenge oder so, oder... Weiß er einfach nicht, wie FIFA Ultimate Team funktioniert, aber dafür hat er eigentlich so gute Spieler, um das nicht zu wissen. Also kein Plan. Wenn wir gewinnen, kriegen wir einen der besten zentralen Mittelfeldspieler im Game. Er hat alle Stats über 80 auf der Karte. Es ist Leon Goretzka. Und wenn wir verlieren, dann kriegen wir einen anderen Spieler vom FC Bayern München, nämlich einen Innenverteidiger, der uns ein Downgrade bringen würde, nämlich Süle. Uiuiui, halte den. Ja, in den eigenen Reihen, sauber. Mané in die Mitte, Kane. 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 Was hab ich da getan?
Okay, das war ein Riesenflop vom Gegner. Das war ein Riesenflop. Also ich habe das Gefühl, das Matchmaking meint momentan richtig gut mit uns. OT. OT. Wambisaka auf Fake hier. Beim Gegner läuft gar nicht zusammen. Der drückt jetzt auch schon Pause. Ob das schon ein Zeichen ist dafür, dass er nicht mehr so Bock hat? Er tackelt jetzt auch nur noch die Luft quasi. Hier, zack. Mané rasiert ihn kurz. Mané. Okay, ja, dribbeln. Müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen trainieren mit ihm. Ja, der Gegner hat keinen Bock mehr. Er hat keine Lust mehr. Das wäre ein ganz entspannter Sieg. Ja, so, solche Upgrades gefallen mir. Die nimmt man kurz mit. Hä, warum haben wir solche Gegner nicht am Anfang dieses Jahr bekommen? Da haben wir gefühlt nur, keine Ahnung, Elite-Division-Gegner gekriegt, gegen die wir mit Bronze-Team ran mussten. Und jetzt kriegen wir ganz entspannte Gegner, die man wahrscheinlich auch mit einem Bronze-Team besiegen würde. Hä? Okay, wir haben echt so einen geisteskranken Lauf. Ich weiß gar nicht, wie groß unsere Winstreak jetzt inzwischen ist, aber wir haben einige Matches nacheinander gewonnen. Ich würde sagen, wir sind so gut drauf. Wir wären eigentlich ready jetzt für einen Gegner, der ein absolut perfektes 10-Millionen-Team hat, wo der Winner's Prize aber dementsprechend auch geisteskrank ist. Also mit sowas könnten wir uns jetzt langsam eigentlich messen. Oder wir kriegen halt endlich mal neue Spieler für die Außenbahn. Das wäre auch irgendwann nochmal wichtig. Wobei die beiden halt gut performt haben in dieser Folge bisher. Deswegen beschwere ich mich gerade gar nicht weiter über die. Mal schauen, was wir jetzt gleich für einen Gegner kriegen. Ob das wieder ein spannendes Match wird oder ob wir diesmal richtig gechallenged werden. Ey, ich weiß nicht, ey. Okay, das Gegnerteam sieht stark aus. Das sieht wirklich stark aus. Er hat auf allen Positionen heftige Spieler. Er hat eine Hero-Karte, Inform-Cards, generell richtige OP-Cards. Alle passen perfekt zusammen. Also ich glaube, das wird eine Challenge. Aber wenn wir das gewinnen, dann kriegen wir auch einen Spieler mit einem guten Rating, nämlich Hugo Lloris fürs Tor. Den hatten wir schon mal hier bisher bei Stilonus. Der hat da sehr enttäuscht. Jetzt wird er aber eine bessere Chemie bei uns haben und vielleicht gut halten. Und wenn wir verlieren, dann gibt es ein dickes Downgrade auf der Linksverteidigerposition. Dann haben wir jemanden, der hat gerade noch so ein Gold-Rating, Otavio mit einem 76er-Rating. Das wird sehr, sehr wichtig, glaube ich, sich in dieser Partie zu konzentrieren. Na, abseits, glaube ich. Was? Kein Abseits? Oh shit. Oh nein! Warum habe ich ausgerechnet OT? Warum ausgerechnet der Bronzespieler? Ah, perfekt, den Keeper gemoved. Okay, sowas darf uns nicht nochmal passieren. Leon Goretzka gibt den raus. Oh, der Gegner lässt uns da draußen, glaube ich, extra machen, weil er weiß, dass wir dort mit dem Bronzespieler kommen. Schöner Pass. Ja! No! Oh, wie blockt der den denn noch mit der Hacke? Der wäre safe drin. Oh, Benzema. Benzema, bitte, 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 bitte. Er wird schon wieder von allen Leuten eingeholt, ne? Karim Benzema! Auf geht's. Oh, aufpassen, aufpassen, aufpassen. Morientes kann was. Pogba auch, aber nee, nicht mit links. Haben wir? Haben wir nicht. Ah. Oh, nein, ey, geh doch einer dahin. Oh, fast den Ball verspielt, Fick hier. Bro, lass mich in Ruhe. So, Fick hier. Nice. Rein damit Kane. Eine Bewegung. Ab nach außen. Erfischt den. Was ist? Warum ist Lloris gut bei ihm? Nicht zu schnell, nicht riskieren. Oh, auf den sollte der gar nicht. So. Vielleicht kommt der an. Harry Kane. Harry Kane? Oh, das wäre jetzt das perfekte Timing. Einfach für den Kopfball. Mit Kraft. Ah, sogar grün getimt, ne? Und der kommt mit 0 km/h, verstehe ich nicht. Mané, das wäre es jetzt, letzte Minute. Mané, halt ihn im Spiel, sehr gut. Benzema, Benzema. Karim! Nein, der Schiri pfeift ab, ey, 90. plus 2, wir haben wieder die Riesenchance. Wir hatten irgendwie 5 Schüsse mit grünem Time-Finish in diesem Match, nicht reinging. Aber wir holen das, glaube ich, noch. Sauber. Nein, wie wird denn sowas denn auch schon wieder geblockt, ne? Man wäre wieder frei vom Tor. Der hat echt Glück. Nein, der lange Ball kommt. Nee, 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 nee. Kimpembe. Oben, oben. Oh. Keine Risikopässe jetzt. Keine Risikopässe. Karim Benzema. Rein damit. Benzema. Zu weit außen. Nein, oh Mann. Komm, was dein Goldfried kann. Das kann unser Fekir schon lange. Ja. Ja! Nein, nein, nein. Spitz runter, spitz runter, spitz runter, nein. Da freut man sich so über seine Siegesserie und dann ist sie auch schon wieder rum. Fuck.
Ja, unser neuer Linksverteidiger wird eingebaut. Der hat halt echt ein 76er Rating. Das ist so nah an der Silberkarte. Aber er ist wenigstens schnell. Also ja, es hat uns zum Glück nicht allzu hart getroffen. Aber das Upgrade hätte ich eigentlich schon sehr, sehr gerne mitgenommen. Sag ich euch ehrlich. Aber gut, das war klar, dass wir früher oder später nochmal eine Niederlage einfahren. Leider war es dann jetzt schon in der Partie der Fall. Aber ja, das Team ist trotzdem gut, was wir haben. Wir werden weitere Steps nach vorne machen in den nächsten Episoden. Und wir müssen irgendwann diese Flügelspieler austauschen. Also die haben natürlich auch Matches, in denen sie gut spielen. Aber wenn man dann gegen jemanden spielt, wo man eine ausgeglichene Partie hat, wo Kleinigkeiten den Unterschied machen, dann sind die schon ein Nachteil, dass man auf Außen solche Leute hat, die man nicht in den entscheidenden Situationen schicken kann, die nach 50 Minuten schon keine Ausdauer mehr haben. Und so ein Shit. Also ich hoffe, wir kriegen demnächst echt mal Gegner, die gute Flügelspieler haben. Das war's noch schon seit von dieser Episode Steel on OC. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. 10.000 Likes wären sehr, sehr nice. Und wenn man YouTube-Kanal noch nicht abonniert hat, kannst du gerne unter diesem Video machen, um keine Videos mehr zu verpassen. Wir haben ja bald auch schon die 10. Folge erreicht von Steel on OC. Dann erwartet euch natürlich wieder eine XXL-Folge. Aber bis dahin werden wir noch viele Upgrades sammeln, viele Special Cards, vielleicht bald die ersten Heroes, Icons und was weiß ich. Ich habe so Bock auf die nächsten Folgen. Ich hoffe, ihr auch. Ich bin raus. Macht's gut. Bis dann. Ciao.